Wahlkonfrontation 2008. Werner Faymann, SPÖ, gegen Heinz-Christian Strache, FPÖ. Mit Ingrid Thornherr. Meine Damen und Herren, guten Abend aus dem Konfrontationenstudio. Das ist die 8. von insgesamt 10 Zweierbegegnungen an diesem Tisch im Wahlkampf 08. Die beiden heutigen Teilnehmer kann man üblicherweise getrost als politische Feinde bezeichnen. Aber in Zeiten wie diesen ist offenbar alles anders. Mehrmals haben SPÖ und FPÖ zum Beispiel vergangenen Freitag bei der Sondersitzung des Nationalrates miteinander gestimmt. Die FPÖ hat der SPÖ gar den Weg zu einer möglichen Steuersenkung auf Lebensmittel und zur Abschaffung der Studiengebühren geebnet, also neuerdings Freunde. Wir werden sehen. Ich begrüße im Studio SPÖ-Chef Werner Faymann. Guten Abend. Guten Abend. Und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Guten Abend. Schönen guten Abend. Meine Herren, bevor wir uns jetzt sofort dem österreichischen Wahlkampf widmen, möchte ich aus ganz aktuellem Anlass mit einem ganz anderen Themenkomplex beginnen, der aber vielen Menschen, glaube ich, große Sorge in diesen Tagen bereitet, nämlich den massiven Turbulenzen an den internationalen Kapitalmärkten. Wir haben es gesehen, auch die österreichische Börse ist davon natürlich schwer betroffen. Und jetzt machen sich viele Menschen Sorgen um ihr Geld, um ihre Kredite, für ihr Haus, ihre Wohnung, um ihre Lebensversicherung, um ihr Erspartes. Muss man da nicht, Herr Faymann, auch in diesem Wahlkampf ganz neu nachdenken? Bringt das Ihren Wahlkampf irgendwie ein bisschen durcheinander? Nachdenken muss man jedenfalls, welche Maßnahmen man trifft. Nun sind wir im eigenen Land besser dran als andere, weil unsere Wirtschaft sehr stark profitiert hat von der Erweiterung der Europäischen Union und viele der Geschäfte dort gemacht hat. Und nicht so abhängig war direkt vom Immobilienmarkt, wie das in anderen Ländern der Welt war, natürlich von den amerikanischen Märkten im Besonderen. Aber was lernt man daraus, wenn man sieht, dass sich derartige Finanzprodukte, die immer absurder und übersteigerter werden, sich dann viele dieser Geschäfte in nichts auflösen? Da lernt man doch zweierlei, dass man erstens jetzt auch in Österreich etwas für die Konjunktur machen muss. Das heißt Kaufkraft ankurbeln. Konjunkturpaket? Konjunkturpaket im Sinne von Kaufkraft der Bevölkerung ankurbeln, Forschung und Entwicklung verstärken, Bildung verstärken, aber auch, dass man daraus lernt zu sagen, die Pension zum Beispiel, die muss gesichert sein, auch unabhängig von derartigen Pensionsfonds. Über die reden wir gleich. Besteht akuter Handlungsbedarf für Sie, Herr Strache? Dieser akute Handlungsbedarf besteht schon seit fast 2 Jahren. In dieser aktuellen Kapitalmarktkrise. Nur kurz bei diesem Thema noch zu bleiben. Wir kommen dann gleich zu den anderen Themen. Es verstärkt natürlich die Notwendigkeit, endlich Kaufkraft zu steigern. Das, was wir schon seit 2 Jahren sagen, wird dadurch nur noch bekräftigt, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass man eben gerade im Bereich der Entlastung auch der Teuerung und der Inflation entgegenwirkt und Kaufkraft steigert, damit die Menschen auch wieder mit ihrem Einkommen auch ein Auslangen finden und auch entsprechend sozusagen die Wirtschaft angekurbelt werden kann. Das ist uns wichtig und das vermissen wir in den letzten beiden Jahren in Ihrer Regierungsverantwortung als Regierungskoordinator genauso wie auch von Seiten der ÖVP. Jetzt reden wir über die Pensionen. Es laufen ja seit heute die Verhandlungen über die Pensionserhöhung. Soll im November schon wirksam werden. Über die Höhe weiß man noch nicht so genau, vielleicht 3,2%. Das wäre die gesetzliche Erhöhung. Dann soll es Einmalzahlungen dazu geben. Allerdings viele Menschen, die jetzt auf die dritte Säule der Pension gesetzt haben, die sehen die Erträge dieser privaten Pensionsvorsorge dahin schwinden angesichts dieser Kapitalmarktkrise. Was tun, Herr Strache, mit diesem speziellen Problem? Ja, umso mehr ist es Verantwortung des Staates und einer Regierung, dafür Sorge zu tragen, dass die Pensionisten nicht zu Bittstellern degradiert werden in unserer Gesellschaft. Und ich sage Ihnen, Herr Faymann, Sie haben sich der Pensionisten auch in den letzten Jahren nicht wirklich angenommen. Denn wir haben im Jahr 2006 im November eine Sondersitzung gemacht, wo wir damals zu Recht gesagt haben, man hat den Pensionisten in den letzten Jahren keine Inflationsanpassung möglich gemacht. Die Pensionisten sind in den letzten Jahren um viel, viel Geld umgefallen. Und wir wollen eine gesetzliche Sicherheit für unsere Pensionisten haben. Das heißt, wir wollen eine gesetzliche Sicherheit haben, wo wir die jährliche Inflationsentwicklung auch mit einem Pensionistenpreisindex gesetzlich sicherstellen für alle Pensionisten, sprich über 4% aktuell ist der Pensionistenpreisindex, 3,8% ist die Inflation heute, damit wir auch die Verluste der letzten Jahre endlich ausgleichen können für unsere Pensionisten, aber auch für niedrigere Pensionsbezieher mit Einmalzahlungen den Teuerungsausgleich sicherstellen. Alle Initiativen dazu in den letzten beiden Jahren sind von der SPÖ, aber auch der ÖVP abgelehnt worden. Und das ist sehr enttäuschend, weil es zeigt, so wie auch heute, dass die ÖVP ja wieder in der Frage
Obstruktionspolitik betrieben hat, wie ich höre, dass man heute die Verhandlungen auch abgebrochen hat und ich schon den Eindruck habe, dass Sie sich ein bisschen von der ÖVP am Nasenring ziehen lassen und hier nicht unbedingt Führungsstärke auch gezeigt haben als Regierungskoordinator und keine Durchsetzungskraft gehabt haben in den letzten Jahren. Da können Sie nicht alleine der ÖVP die Schuld geben daran. Sie haben Mitverantwortung in dieser Regierung seit 2 Jahren. Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre für die Pensionistinnen und Pensionisten sich ansieht, dann haben sie 11 Prozentpunkte real verloren in der schwarz-blauen Regierung. Ich weiß, das hören Sie nicht so gerne, aber da waren Sie 5,5 Jahre dabei. Ich nicht, in, den letzten 1,5 Jahren ist es richtig, dass wir zwar bei den kleineren Pensionen über die gesetzliche Vorschrift angehoben haben, aber das hat den Pensionisten und Pensionistinnen zu wenig geholfen, weil die Inflation mittlerweile höher war im heurigen Jahr, als das Anheben im Jänner durch die Vorjahreszahlen bewirkt hat. Daher haben wir durchgesetzt 2 Monate früher. Wir sind auch für den Pensionistenpreisindex, wie Sie wissen. Wir haben ja das auch so abgestimmt für die Sitzung am 24. im Parlament. Wir sind also nicht für 3,2, sondern für 3,4% Erhöhung. Pensionistenpreisindex ist nicht über 4%. Der ist auch fair. Man muss sich vorstellen, die älteren Menschen haben ja nichts davon, wenn die Handygebühren ins Ausland billiger werden. Die sind, und das ist auch so festgelegt, von einem Warenkorb abhängig, wo eben andere Produkte eine größere Rolle spielen. Daher soll man sich nach dem Pensionistenpreisindex, nach dem Warenkorb für Pensionistinnen und Pensionisten richten. Wir sind auch für die Einmalzahlungen und wir sind dafür, dass diese Wartefrist für Pensionisten, wenn sie in Pension gehen, müssen sie bis zu 23 Monaten darauf warten, dass sie das erste Mal eine Erhöhung bekommen. Das gehört gestrichen. Und wer hat das eingeführt? Schwarz-Blau. Also eine wichtige Korrektur. Ich erwarte mir, dass bei dieser Parlamentssitzung das auf den Tisch kommt. Da unterscheiden wir uns von der ÖVP, die möchte das für nach der Wahl. Sie dann irgendwann. Ja, aber die will das nach der Wahl und wir wollen es am 24. auf den Tisch legen. Aber der Punkt ist doch folgender. Es sagen viele Experten, man sollte diese Erhöhung nicht allzu hoch ansetzen. Der Pensionsexperte Thomandl, einst Vorsitzender der Pensionskommission, hat gemeint, nicht mehr als 3,5% sollten das sein und dann allenfalls eine Einmalzahlung dazu, weil das sonst den Staatshaushalt auf viele Jahre hinaus belastet, wenn man das mit einem höheren Prozentsatz ansetzt. Und das ist die Frage, haben Sie, Herr Faymann, eigentlich irgendwo eine versteckte Gelddruckmaschine oder wie wollen Sie das alles machen? Die Bürgerinnen und Bürger waren es, die im heurigen Jahr jedes Mal beim Tanken, bei den Energiepreisen, bei vielen anderen mehr bezahlt haben. Die Mehrwertsteuer zum Beispiel, von der Finanzminister jedes Mal beim Tanken direkt profitiert. 1,5 Milliarden zusätzliche Einnahmen. Sie haben das ja auch bei den Diskussionen mehrfach angesprochen. Davon wollen Sie aber schon einiges finanzieren. Ja, aber die muss man mal den Bürgern zurückgeben. Mhm. Und die Tatsache, jetzt sagen wir was Positives über diese 18 Monate, Herr Strache. Der Beschäftigungsstand, Rekordbeschäftigungsstand, auch im Unterschied zu den Jahren davor, hat dazu geführt, dass die Krankenkassen in einer besseren Deckungssituation sind. Also zum Beispiel für die Arbeiter und Angestellten ist die Deckung heute 98% für diese Kasse. Warum passiert das? Weil ja Arbeitslosigkeit auch etwas kostet. Und weil wir froh sind, dass dieser Beschäftigungsstand am Höhepunkt ist und weil das zeigt, jetzt zu investieren und Arbeitslosigkeit hintanzuhalten oder zu verhindern, bringt nicht nur das Ersparnis von viel menschlichem Leid, sondern es bringt auch finanziell etwas. Apropos Mineralölsteuererhöhung, da waren Sie als Minister durchaus mitverantwortlich im Wesentlichen mit dem Finanzminister Molterer gemeinsam, erst vor kurzem, nämlich letztes Jahr, die Mineralölsteuer ordentlich erhöht zu haben. 5 Cent, ja. Naja, 6 Cent inklusive Mehrwertsteuer und 3,6 Cent pro Liter Diesel und Benzin. Mhm. Und haben dadurch sehr wohl die Autofahrer belastet, die ihr Auto auch natürlich auf dem Weg zur Arbeit benötigen. Haben aber gleichzeitig, und da waren Sie auch dabei, die Superreichen bei der Stiftungssteuer um 400 Millionen Euro im Jahr entlastet. Und da sage ich, das ist weder sozial gerecht, noch entschlossen, noch verlässlich, wenn man hier in falschen Bereichen solche Schritte setzt. Das heißt, deshalb ist es wichtig, wenn Sie auch jetzt sehr spät vor der Wahl, aber doch endlich einmal die freiheitlichen Forderungen der letzten beiden Jahre, die Sie vormals immer abgelehnt haben, jetzt zumindest in Ihrem sogenannten Fünf-Punkte-Programm endlich als richtig erkannt haben und auch bereit sind, mit uns Freiheitlichen die richtigen Maßnahmen